Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ist da? Spawnt noch. Jetzt, Joseos Kenny. Hallo, Balbo. Traue mich jetzt schon gar nichts mehr zu bauen, was? Die Frage ist, ob es so bleibt. Funktioniert es noch bei dir? Ja. Okay. Du gerade so geatmet hast. Ich muss mich nur mal kurz kratzen. Ne, kratzen? Ja. Einer Huften. Hüften. Aber nee. Entschuldigung. Klang gerade kurz wie Novien. Das war ein Rotzi Bergmann. Na, Mahlzeit. Ja, Hauptsache, es schmeckt, da. Ja, ist okay. Na, dann. Oh Gott, und hab mal Kotze bei. Im Fleischtopfeuer, Kutsche. Hä? Ja, warum sagst du das nicht gleich? Du brauchst eine Windmühle. Das ist nicht alles. Was machst du noch so ein Boot? Er braucht ein Boot. Ja. Aber ich will mal erzählen, dass du aufstehst, du Penner. Das war nett. Ich war so freundlich zu seinen Leuten. Ich anfange hier sauber zu machen. Du Penner. Was macht Wind die ganze Zeit? Irgendwelche windigen Sachen. Der ist schon wieder verplant. Wie es da aussieht wieder mal. Ja. Wie aus es da sieht. Drecksau. Bobby macht sauber, ja. Ibi. Ich will dann überlegen, mal hier einen schöneren Boden reinzulegen. Mach du mal. Ja. Könnt man ja, was stöhnst du so? Überleg gerade, irgendwo konnte man doch Statuen bauen. Ja, die musst du erforschen. Kunsttisch machen. Ah, okay. Stimmt, das gab's ja auch noch alles.
Arbeitstisch mit Sägen und Meißeln, auf dem Blöcke verarbeitet werden können. Genau, richtig. Haben wir eigentlich schon beide Herde, elektrischer und befeuerbarer? Ja, oder? Wie bitte? Wir haben beide Herde, oder? Also einen elektrischen, befeuerbaren. Nee, wir haben ja so den elektrischen. Den befeuerbaren brauchen wir ja nicht mehr. Okay. Großhändler, ja, jetzt kommen wieder Händler bei wo? Yippie! Wer ist unser. Kultrax Braxer. Carson, ne? Was? Achso. Carson ist unser sozialer. Ich dachte, die Dinge, die wir gerade festnehmen, die meinst du? Vielleicht kaufen sie sie. Guck mal, dass sie nicht dazugehört. Nee, das ist egal. Die kann man auch so verkaufen. Ja, aber wenn. Ja, ich meine, nur wenn die vom Orion-Syndikat gewesen wären, zum Beispiel, wäre das schlecht, wenn wir davon denen gefangen hätten. Guck mal. Aber wir verkaufen sie gerne zu euch zurück. Nähtisch haben wir, Electric Stone Cutter. Steinblöcke. Schon wieder mit ihren Huskies an und so, ey. Also die Kunstbank haben wir noch nicht, oder? Nee. Okay. Toll. Trollkönig. Könnten wir es da noch in die Ecke... So. Ploppt das wieder auf. Oder Stoff kaufen. Rauchblatt Joints, die verkaufen wir jetzt erstmal. Genauso wie den Psychiater. Toll, das wird nie freuen. Scheißegal, ob die das freut oder nicht. Oder das Gold auch verkaufen? Den Rächer, der Händler will die Ware nicht. Okay. Ja, Verkauf. Helm vielleicht kaufen? Oder sollen wir das selber mal herstellen? Ich bin überlegen, Fleisch zu kaufen, tatsächlich. Echt? Ja, wir haben kein Fleisch mehr. Wir haben halt so noch genug Geld essen, oder? Ja, aber halt kein Fleisch, ne? Ja, dann. Das ist egal. Ja, könnten die Truthahnfleisch oder was wir da haben. Und ich würde tatsächlich den Stoff nehmen wollen. Okay. Ich würde was Spezielles damit machen. Ja, die Uniform, ne? Das ist eine Idee. Hast du irgendwas dabei? T-Shirt aus Schweineleder. Ja, verkauf mal. Ey, beim Helm weiß ich es nicht. Möchtest du einen Helm kaufen, oder was? Eventuell. Ein Folienhelm, oder was? Der aus Stahl. Helm aus Stahl, okay. Sieht auch oder geil diese, aus, als das, oder diese Magneto-Radiation-Mask drunter. Kann man auch machen. Protects against radiation, shielding the lining, but more important. Ja, Und so irgendwas? Nö.
Ja, das ganze Zeug hingelegt. Hier, mit einem Feld liegt es. Wow, okay. Hier habt ihr. Den Rest kannst du behalten. Grünes Arsch. Bobby hat sich gleich mal den Helm aufgesetzt. Das ist meiner. Da hab ich schon reingeschieft. Die Windmühle läuft. Yippie! Diese fetten Dinger da. Jetzt wäre wieder ein Überfall ganz geil. Die würden wieder schöne Boden aufwischen mit denen. Eine Scheiße! Wir hätten auch eventuell ein bisschen Stahl verkaufen können. Ah ja. Ich akzeptiere nur einen Wolf. Wolf Dieter. Passt. Brav, brav, Kaiser. Ich brauche nur hinschauen in die Richtung, der macht's. Sie. Entschuldigung. Ja, sie ist. Im Dach. Mach weiter. Mach weiter. Okay, okay, jetzt kannst du. Kannst du loslegen mit deinen Batterien. Oh, cool. Glitzerweltmedizin haben sie uns da gelassen. Dankeschön. Cool. Eine Karawane. Ja, grüß Gott. Die Karawane zieht weiter, der Sultan ist schwul. Wieso geht das? Gefällt mir. Das wusste ich doch. Was meinst du, wenn... Alter. Oh. The fuck? Was ist denn jetzt passiert? Boomratten? Boomrat? Die ist aber auch nicht schnell kaputt gemacht worden. Aber das war schon? Nur eine Boomrat? Oh, die war verrückt und hat einen von denen angegriffen und dann haben die drauf gefeuert. Oh, die explodiert doch gleich, ey. Die ist schon explodiert. Das war der Knall. Okay. Ja, das wird unsere Freunde freuen, natürlich. Nasser Nummer 1 ist ziemlich im Weg. Wo ist denn der Händler von dem da? Mal gucken, was die Geiles haben. Ob die was haben. Die wollen die Sklaven nicht kaufen. Mann, so eine Kacke, ey. Arcade Machine? Ja, noch zur Beruhigung. Attraktivität. So viel haben wir aber leider nicht. Tja. Ah ja, Alter. Okay. Oh, die ganzen Tech-Augen. Mhm. Wir könnten ein halbes Auge kaufen, gell? Oder eine Nase.
Wir können eine Nase kaufen. Na, nicht so wirklich. Nö. Nee. Wollen Chinchilla kaufen? Nee, die haben sowieso gar nichts. Und nee, die bringen alles kaufen. Chinchilla bringen auch null. Ja, das war's. Danke für euren Besuch. Danke für gar nichts. Genau. Was wollte ich denn gerade machen? Sollen wir einen Pokertisch oder einen Billardtisch bauen, Kenny? Jetzt wird es aber dekadent hier. Haben wir einen Platz dafür? Das ist die Frage. Hat der Entspannung geschickt spielt? Alter, was explodiert denn da permanent? Hey, da ist ja auch irgendwas passiert. Schießen die gerade auf jedes Boomerloop, was sich in der Nähe befindet, oder? Oh, was sie da machen, Alter. Wo höre ich Feuer? Da oben. Du hörst das? Alter, da ist noch eine Boomer draufgegangen. Alter. Die sind ja auch geil drauf. Ich erweitere mal unseren Gemeinschaftsraum. So wie die Küche da. Kann nicht schaden, oder? So. Widerstand 0,0. Okay, dann probieren wir doch mal hier zu rekrutieren. Chuck ist dabei. Okay, so geht's. Gott, ey. Der Kenny freut sich. Hm? Haben wir noch einen Raum? Ups. Tu mal mit deinen Ansprüchen noch einen Raum. Da, wie wär's mit dem halbfertigen? Brauchen wir nur noch ein Bett. Ich baue mal. Ich mach schon, Kelly. Also du kannst ihre Fähigkeiten anschauen und was sie machen kann. Die hat verweigert einfache Arbeit und Arbeit mit Tieren. Hat gutes Gedächtnis, ist eifersüchtig und ist zäh. Wen habe ich da gerettet? Wo ist sein Er? Ein rachsüchtiger Jäger ist er. Ist neidisch auf Ibs Schlafzimmer. Ist nackt, naja, wurde ist beleidigt. Im Spiel alles, ey. Ist ja furchtbar. Leichte Schmerzen, unansehnliche Umgebung. Und es ist betäubend kalt. Er hat keine Klamotten. Warum ist er denn genackt? Genackt, weil er gerade, keine Ahnung, stimmt eigentlich, der hatte was an vorher. Ach so, ein Nudist. Wie Bobby aussieht mit dem Helm, ey. Schwarze Kleidung, dieser Magneto-Helm. So, bitte, hast dein Bettel. Direkt gegenüber dem Gefangenenbett, das kennst du ja schon. Wind versucht was zu schneiden. Bricht sich dabei den Finger. Und verletzt dich schwer am Herd. Sieht aus wie Worf in dieser Uniform. Dieser Chloe, du Baxer. Bobby braucht auch mal eine neue Uniform. Letztes durchgefurzt.
Ja. Dass er eifersüchtig ist, erst mal auf das Schlafzimmer vor dem anderen. Soll sich freuen, dass ich überhaupt wo pennen kann. Direkt ein Steinbrocken auf dem Bett liegen. Bobby zwar auch erstmal rot, aber besser als wenn er nichts anhat. Wolltest du dir eine Batterie noch in die Ecke stellen? Nee, darf nicht. Wegen dem Dach. Okay. Magst du nochmal speichern? Dass du da eine neue sich, dabei ist und sich wieder asynchron wird. Wir können jetzt endlich diese Geothermalstation bauen. Ja, nice. Unter Strom, oder? Ja, wow. Jawohl, könnte ich. Das ist ja riesig. Was braucht die? Bauteile? Ja. Haben wir noch irgendwo welche? So baut ihr das Boot nicht weiter. Drecksack. Er hat's Bo angefasst. Da im Wasser liegen noch welche. Nice, nice, nice. Alter. Klick, klick, klick. Wenn du magst, die Küche wäre, also der Aufenthaltsraum wäre ready, wenn du da auch noch den Boden machen magst, oder? Ja, toll, jetzt fängt Yves sich da auch wieder an, Kleidung anzuziehen, ey. Und dein Boden glätten, also deine Wände glätten. Oberfläche glätten oder wo ist denn das? Ja, Oberfläche okay. Glätten. Win ist ganz unbeeindruckt, forscht einfach weiter.
wie die halt überall so ein bisschen anfangen, jeden Raum so zu bauen. Wie dreckig das halt aussieht.